Guten Morgen allerseits, oder guten Tag allerseits. Morgen ist ja schon links rum. Oh, Mike und ich sind unterwegs. Ne, Mike? Ne? Sagt nicht guten Morgen. Guten Morgen. Also, Mike und ich sind unterwegs. Oh, kurz vor der Mittagszeit. Guck mal hier, was ein scheiß Wetter. Mann, 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 Mann. Na gut, wird wohl regnen. Trotzdem. Ich habe Bock, was zu futtern. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Neue Episode Camp Cooking. Ich weiß schon, was es gibt. Baked Beans. Und natürlich nicht nur einfach Baked Beans. Ist doch klar. So, Mikey Bushcraft Hund. Ganz entspannt. Wir haben schon ein paar seiner Hundekumpels getroffen. Ah, sieht wirklich schlecht aus heute, hm? Heute haben wir kein Glück mit dem Wetter. Na gut, Mitte Dezember, was willst du machen? Also bis gleich. Tja, eine Schande. Du kannst hier in Deutschland nicht einfach Äpfel ernten. Ich kann doch nicht mal mehr Mund gucken. Direkt Diebstahl. Also muss es echt verrotten lassen. Ich finde es eine Schande. Frau Bremer hat da Bremer Apfelmus draus gemacht. Was haben wir hier an einem Baum? Der ist schon Ewigkeiten kaputt. Jetzt ist er auseinandergekracht. Hatte ich mir schon auf dem Hinweg. Etwas von dem Holz, ja, soll man sagen, geerntet. Das tue ich jetzt in meinen Rucksack. Ihr seht, das ist morsch. Ne? Ich werde wahrscheinlich demnächst den ganzen Baum ernten. Muss aber mal hier den Förster fragen, ob ich das darf. Aber ein paar von den kaputten, abgebrochenen Stücken, denke ich, geht okay. Damit werde ich heute kochen. Also, jetzt geht's ab zur Hütte. So, also jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ja. Währenddessen schneide ich meine Charlotte. Weil Charlotte mag ich. So heißt meine Friseurin. Wenn ich die Charlotte nicht vergessen habe. Und schneiden tue ich die mit meinem Outdoor Cuisine 2. Und es ist dort tatsächlich so warm, dass ich jetzt hier mit dem T-Shirt sitze. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen noch aufgewärmt. Noch ein bisschen aufgewärmt vom Spazieren mit Mike. Der kommt natürlich gerade an, weil der merkt, jetzt gibt es was zu essen. Oder nein, nein, heute nicht. Nein, heute nicht. Baked Beans, das fehlt noch, dass du Baked Beans isst. Dann krieg ich aber Ärger mit Frauchen daheim. So, Schalotten schneide ich nur in Scheiben. Relativ grob. Sonst zerfallen die mir. So, dann mach ich mal die Kamera auf Pause, weil die müssen ja nicht unbedingt dabei sein. Das Kaffeewasser kocht. So. Aber ich erkläre euch ganz kurz, was es heute gibt. Ich schneide nichts mehr, deshalb mache ich das sauber. Also zumindest halbwegs. Wird natürlich daheim richtig gereinigt. Heute gibt es also Baked Beans in Tomatensoße. Den Rest Tomaten von gestern. Mediterraner Reis von Onkel Benz.
Reiki. Und, ne, Gewürzmischung und Knoblauch. Davor schimpft Frau Brehm wieder. Hast du Knoblauch gegessen? Ja. Also, warte ich jetzt auf mein Kaffeewasser. Und ich trinke meinen Kaffee. Das ist löslicher Kaffee mit Kaffeeweißer und Süßstoff. Also dann, bis gleich. Pfanne einfetten ist ein Muss. Also ich mache jetzt nicht viel Öl rein. Nö, doch. Das habe ich versehentlich ausgeschüttet, aber ist nicht schlimm. Ne? Das wird ein bisschen windig und bevor ich mir jetzt einen Pips hole, also eine Grippe oder sowas, weil ich habe ja noch Urlaub. Zieh ich mir meinen Windbreaker an. Dann ist gut. Na, schauen wir besser da hinten hin. Ich liebe es. So. Hier öffnen. Oh, zu viel. Mal nicht zu viel davon essen. Die Schalotten. Ja. So, lass schon ein bisschen brutzeln. Ja. Derzeit mache ich schon meinen Kaffee, aber nicht wundern, dass ich Stillkaffee reinmache. Das ist ein halber Liter, 0,75 Liter Becher, da ist ein halber Liter Wasser drin. Holz kugelt noch so ein bisschen vor sich hin. Muss mal probieren. Hm. Oh. Fehlt aber noch ein bisschen Würze. Fehlt echt Würze.
Chili and Garlic. Also Chili und Knoblauch. Man hat nie genug Knoblauch. Ich sag's euch. Nie genug Knoblauch. Leute, wenn ihr das riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Eigentlich schon fast eine Bud Spencer Pfanne, aber die hatten im Wilden Westen ja kein Reis, glaube ich. Oder waren die Chinesen auch mit dabei? Dann gab es auch chinesischen Reis. So, Kaffee auf euch. Prost, Freunde. Noch mal probieren. Einfach geil. Übrigens, falls ihr das gesehen haben solltet, ich habe zwar hier auf dem Tisch gebrutzelt, aber hier einen Pimpstein genommen, auf dem ich gebrutzelt habe, weil sonst verbrennt es mir den Tisch. Das wollen wir nicht, ne? So, Freunde, Essenszeit. Guten Appetit. Was soll ich dazu sagen? Geil. Einfach geil. Sehr lecker. Sehr fruchtig. Die Bohnen, der Speck, die Schalotten. Danke fürs Zuschauen. Kocht's nach, schmeckt saugut. Wenn man den Bacon weglässt, kann man ja sagen, veganes Gericht, oder? Na, Mike, das so dazu? Nee, Mike. Du nicht. Gehst du weg. Gehst du weg da. Na, sitz. 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 Freundchen. Also dann. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Kocht's nach. Lasst es euch schmecken. Kocht draußen in der Natur. Schmeckt auch besser. So geil. Jetzt aber tschüss.